Und wir kommen wieder zurück bei Hearthstone mit mir, dem Maru und der lieben Liana. Hallo. Hallo. Oh, neue Arena, neues Glück. Hoffentlich wird es heute mal ein bisschen besser. Krieger, Schamane, Jäger. Meine Quests sagen Krieger, Gurke, Pala. Ah, 40. Immer noch Krieger. Probier's aber mal mit dem Krieger. So, bevor ich wieder mit dem Thema anfange für die heutige Folge, baue ich schnell das Deck zusammen. Blinksinn. Und die beiden Karten sind auf jeden Fall extrem stark. Der Ogre sowieso. Der Unteroffizier ist meistens auch sehr stark. Die kann auf jeden Fall so viele Karten extrem stark machen, weil wir so viele nur mit 3 Angriff haben. Sägeblatt ist zwar ganz lustig, geht bei mir aber sowieso nach hinten los. Da, auch wenn er mit dem natürlich wieder sehr interessant ist, nehmen wir lieber Blutschrei mit. Haben wir schon irgendwas zum Angreifen? Nein, aber erstmal Krieger liegt trotzdem sehr gut. Die Axt ist sowieso gut. Die beiden sind Müll, also nehmen wir die mit. Brauchen jetzt langsam kleine Karten, deswegen nehmen wir die mal ein paar mit hier. Gut sind. Rüstungsschmied in jedem Fall. Scharmützel ist der einzige große AOE. Müssen wir auch mitnehmen. Der Trock ist gut. Wie viele Zauber haben wir schon? Gar keinen. Für den Drachen mit. Der Panzer ist in der Arena extrem gut, wobei wir auch genug Waffen haben für den Schreckenscousin. Aber ich nehme lieber den Panzer mit. Eine zweite Axt ist noch okay. Legendäre Karte. Kaltuzet kann gut sein. Ysera ist immer gut. Nehmen wir lieber die mit. Mal den mit. Da wir schon genug Waffen haben, nehmen wir lieber den. Thorn ist auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Der gerade wiederholt. Eine Win-Axe muss noch mit, wenn wir die Wahl haben. Nehmen wir lieber noch ein bisschen Early Game, den Spinnenpanzer. Die Schildmaid, um länger zu überleben, bis wir zu Ysera kommen. Der Panda ist auch ganz gut, um irgendwas noch aufzuheben. Bisschen hier kann auch nicht schaden. Und wir schauen mal kurz, haben wir irgendwelche Mechs im Deck? Ein, zwei, zwei, mehr drei, mit dem Panzer ganz unten. Lohnt sich nicht wirklich für die Karte. Im Allowbot kann man gut die verteidigen, kann man irgendwas für silenzen müssen. Genauso wenig. Dann nehme ich doch die Rostlaube mit. Die kann mir jetzt irgendwo nützlich sein. Okay. Mal schauen, wie es wird. Ihr könnt es gerne bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, wer das Deck ausgehen wird. Wenn ihr genug Punkte erreicht, dann immer eine Runde mitspielen. Ich hätte mir für heute als Thema ausgesucht, da werde ich mal über das Schulsystem reden, weil da habe ich einen Haufen zu sagen. Das wird auch speziell jetzt über den jetzigen Streik in den ganzen Kinderbetreuungs-Schulen. Weil du bist da ja auch mehr oder weniger als Mutter direkt betroffen. Ja. Findest du es denn, also wie direkt siehst du es denn jetzt sozusagen den Streik? Ist jetzt sozusagen für dich gerechtfertigt, ja, die kriegen zu wenig und müssen streiken, auch wenn du jetzt dafür dann auf dein Kind aufpassen musst, selber zu Hause, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich sehe, ich habe ja das manchmal das Problem, dass sie ja dann sagen, auch ja, der mein Kleiner wäre zu anstrengend und so. Ich finde manchmal, die betreuen die Kinder nicht richtig. Also, dass sie da irgendwo in der Gruppe sind, lass es vielleicht maximal 20 Kinder sein. Und bei meinem ist es so, die sind da zu dritt, also eine Halbtagskraft und zwei Vollzeit. Und trotzdem kriegen sie es nicht auf die Kette, die Kinder vernünftig zu betreuen. Okay. Und sozusagen die Kräfte, die da sind, sind dann zu wenig? Oder meinst du, ist es genug Kräfte, Also sind die sie nur sind nicht der genug? Meinung, also so wie ich das, angeblich sind sie unterbesetzt. Also wie viele Gruppen sind es? Lass mich überlegen. Maximal 4 oder 5 Gruppen sind es insgesamt. Und pro Gruppe sind meistens 2 bis 3 Erzieher. Also ich finde Okay. das dann doch schon irgendwo, muss ich sagen, finde ich, dass die sich da zu viel aufbürden oder dass die halt irgendwo mehr Kräfte halt einstellen sollen. Keine Ahnung. Anstatt zu sagen, ja, wir brauchen dann eine integrative Hilfe, damit wir ausgelastet werden. Also sozusagen, dass sie jetzt gerade wenig
Leute haben, dass sie nicht Also, sozusagen sie sagen für. allgemein, dass sie unterbesetzt sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber klar, es kann immer mal jemand krank werden oder sonstiges. Also, sage ich jetzt mal, als Berufstätige hast du halt nicht die Möglichkeit, da irgendwo dir freizunehmen oder sonstiges. Das funktioniert halt nicht. Und dann sind sie nur am Rumnölen. Ja, das ist Und jetzt richtig. bist du es halt gezwungen. Es ist denen scheißegal, ob du berufstätig bist oder nicht. Du hast ja dann halt Urlaub zu nehmen und dann ist es halt so. Fand in dem Moment ja auch sehr interessant, dass sie dann erst Sonntagabend mitgeteilt haben. Ach, übrigens, wir streiken morgen. Hast Pech gehabt. Ja, das ist auch noch das. Bei uns haben sie. Also ich kriege ja immer so einen Zettel, wann frei ist und wann nicht. Und dann stand das da auch drauf. Aber trotzdem, wenn man mal so überlegt, wenn man sich Urlaub nehmen muss, ist er dann noch nicht mal bezahlt. Also so gesehen geht dir ein Tag flöten, wo du kein Geld kriegst. Und das finde ich richtig assi. Das stimmt. Das ist ja in dem Moment ein Verlust, sozusagen auf der, also streiken sie quasi auf deine Kosten in dem Moment. In dem Moment schon. An Schulen ja eigentlich auch genauso dann, wenn die Lehrer streiken, auch wenn sie jetzt bei uns zumindest in der Region gesagt haben, dass ja auch trotzdem Schule stattfindet, auch wenn die Lehrer streiken. Sozusagen, dass die Kinder da betreut werden dann. Ja, aber wo ist die Förderung gesichert, die richtig die Kinder fördern können? Na, richtig. Find ich nicht, dass da irgendwo, dass die da eine richtige Betreuung gewährleisten können. Das merkt man ja auch teilweise. Also ich weiß noch, als ich in der Grundschule war, war ich ja Hortkind, weil meine Eltern gearbeitet haben und noch zu jung war, als ich allein nach Hause gehen könnte dann. Und da waren wir eigentlich doch schon sogar zu viele für die Erzieherin, glaube ich. Ich glaube, wir haben die Im schon Hort oder im Hort dann, ja. okay. Naja. Das damals schon. Eigentlich die Klassen an sich, glaube ich, ist das, was man jetzt in der Schule allgemein hat, so die Hälfte wäre gut pro Lehrer. Also ich weiß noch, zu meiner Schulzeit, wir waren 32 Schüler. Und das finde ich irgendwo jetzt je nachdem für einen Lehrer finde ich das doch ein bisschen viel. 32 Schüler zu unterrichten. Das ist absolut richtig. Weil du kannst ja gar nicht irgendwo auf, sagen wir jetzt mal, es gibt ja immer halt irgendwo Schüler, die Probleme haben und das ist ja dann nicht nur einer. Sagen wir mal, es sind dann sechs. Wie sollen die sich dann richtig um die Schüler kümmern? Das ist nicht gewährleistet. Also ich finde Richtig. schon, dass sie da ein bisschen so die Masse, ne, und dann lieber die Klasse nutzen sollten. Naja, wir merken es ja deutlich, dass wenn zu viele Schüler da sind, haben die Lehrer keine Zeit, sich dann individuell auf die Schüler einzugehen. Und im Ja, okay, na, Endeffekt. dafür machen die dann diese, wie nennt diese Unterrichtsgedönsdinger da. Es gibt doch diese extra, diesen extra Unterricht, den du dann, wenn du Probleme mit Lesen hast oder Mathe oder Förderunterricht. genau, Förderunterricht. Aber da sind auch dann, ja, mehrere. Da kannst du auch nicht jeweilig auf jeden eingehen. Ist so. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Lehrer da auch irgendwo keinen Bock drauf haben oder hatten. Ja. Zumindest zu meiner Zeit. Das auf jeden Fall. Das war, glaube ich, mehr so eine Strafe, wenn du dann dahin gehst, also als Lehrer hingehen musstest. Als Schüler ja genauso, hat sich ja genauso angefühlt. Ich meine, mich haben sie da irgendwo damit genervt, als ich in der Schule war, dass meine Handschrift nicht schön genug war. Im Endeffekt haben sie es dann auch noch nicht geschafft, das besser zu machen. Wie du vielleicht weißt. Ja. Hat gar nichts gebracht. Aber sie haben mir dann in der Schule wertvolle Lebenszeit gestohlen. Also hast du einen Ja. extra Unterricht gekriegt, damit du deine Hand Ja. verbesserst, oder was? Ja. Meine Handschrift war eh Okay. nicht schön genug und es hat überhaupt nichts gebracht, weil ich das nicht eingesehen habe, dass ich das lernen sollte. Allgemein war die Grundschule, hat wirklich gemerkt, dass die Lehrerin. Also allgemein fand ich das irgendwo, es geht natürlich, etwas schlauer als die anderen, aber zumindest das, was ich in der Grundschule gelernt habe, fiel mir sehr leicht und alles. Das heißt, ich habe mich einfach nur schlichtweg die ganze Zeit gelangweilt. Ja, das ist auch irgendwo das Problem. Was zum Beispiel, was Lehrer auch gänzlich gerne machen, ist halt zum Beispiel diese hochbegabten Schüler. Die sagen, ach ja, der ist so unkonzentriert und ja, lassen Sie das mal kontrollieren. Kann ja sein, dass er da irgendwo ein psychisches Problem hat. Totaler Schwachsinn. Naja,
Meine Lehrerin wollte, dass der Psychologe mich auf Ritalin setzt, also hier Ja, das ADHS-Medikamente. meine ich. Ja. Nur damit du ruhig gestellt bist. Weil sie nicht damit klargekommen ist, dass ich absolut nicht aufgepasst habe im Unterricht, sogar halb unter dem Tisch lag. Und dann, wenn sie mich eine Frage gestellt hat, habe ich ihr die Antwort geben können. Das hat sie dann so gehasst, dass ich nicht aufpasste und trotzdem das wusste, was sie mir vermitteln wollte. Darauf ist sie nicht klargekommen. Ja, das ist halt aber auch manchmal das Problem, dass manche Eltern halt auch damit nicht wissen, damit umzugehen. Die sagen dann, okay, wenn das schon eine Autoritätsperson in dem Moment ist es ja so, zu mir sagt, dass mein Kind da irgendwo Probleme hat und es dir einfach nicht auffällt, dass man das dann kontrollieren lässt. Ja, richtig. Wir auch dann zum Psychologen gegangen, haben kontrollieren lassen, der meinte, ja, die spinnt. War seine Ja. ehrliche Aussage. Ja. Gänzlich normal. Das ist einfach nur das Problem, dass in einer normalen Grundschulklasse sind halt ein Haufen, sagen wir mal, Fähigkeitsbereiche zusammengemischt. Das heißt, du hast halt die, die halt wirklich Hilfe brauchen, gemischt mit denen, die am besten die Klasse überspringen sollten. Oder kurz davor stehen oder so. Und das heißt, das Problem ist, dass die, die Hilfe brauchen, die brauchen halt länger und die ganze Zeit muss auf diese Person warten. Dadurch fühlen sich halt die, die sich sowieso unterfordert fühlen, dann noch mehr Ich gelangweilt oder finde, dass genervt. man, aber normalerweise muss man das doch bei diesen Einstellungstesten, kann man das doch irgendwo herausfinden. Und die Leute, die halt wirklich da sich unterfordert fühlen, dann halt in eine Klasse mit einem vernünftigen, gescheiten Lehrer und die halt Probleme haben in der anderen Klasse. Dass man das halt nicht mehr mischt, dass man das sondern aufteilt. Ja, was du meinst, aber ich glaube, dass einfach die Kapazitäten dann wieder schlichtweg fehlen, weil nicht genug Lehrer da sind. Ja. Aber es wäre Das. schon mal ein Grundstein, wo man halt, ne? Wo man auf jeden Fall beiden Seiten helfen würde. Einerseits die einen, die sie unterfordert fühlen, vielleicht besser fördern könnte, andererseits die, die Hilfe brauchen, bessere Hilfe geben könnte. Ja. Ich finde allgemein das Schulsystem irgendwo schlecht, so wie es ist. Ich weiß nicht, ich habe es ja schon mal kaputt drüber geredet. Hast du in der Schulzeit mal beim Test betrogen? Nein. Ich persönlich einmal bei einem Astronomietest habe ich im Taschenrechner was reingeschrieben gehabt, aber sonst halt auch nie. Aber teilweise haben die Schüler extrem kreativ geworden, um da ihre. Sagen wir, um ihre Tests, also da zu betrügen dabei. Das Beliebteste bei mir in der Klasse war halt, auf einem kariertes Papier in hellgrau zu drucken. Das heißt, wenn du es nicht weißt, siehst du es einfach schlichtweg nicht. Und Papier durften wir immer benutzen. Aber ich meine halt in der Hinsicht, solange man eine gute Note bekommen kann durch Betrügen, hat das Schulsystem versagt. Ja. Weil dadurch hast du automatisch bewiesen, um das, was da gelehrt wird, zu verstehen, musstest du nicht aufpassen. Musstest du nichts lernen. Du hast es nicht verstanden. Du musst es nur auswendig wissen. Ja. Aber eigentlich sollte in der Schule das nicht auf das auswendig wissen, sondern auf das Verstehen gehen. Gerade in der heutigen Zeit. Weil da sozusagen Medien und sowas so verfügbar sind, dass das pure Wissen nicht mehr notwendig ist. Es ist viel wichtiger, einfach nur zu verstehen, was dir beigebracht wird. Das Ich merkt man finde jetzt es auch. so immer witzig, wenn Leute sagen, ach ja, das ist ja nicht wichtig, weil das brauche ich ja für das, was ich machen will, brauche ich es nicht. Ja, es ist zwar richtig, in dem Moment, wenn du dir jetzt zum Beispiel jetzt vorstellst, ich will sowieso später, was ich, Bauingenieur werden, das heißt, ich brauche kein Englisch und also kein Deutsch oder was weiß ich. Klar, irgendwo brauchst du das nicht, aber es zu verstehen und es nicht zu brauchen, ist immer noch ein Unterschied. Ja, aber was, jetzt mal abgesehen vom Bauingenieur, aber es gibt ja immer irgendwo, kann es ja immer irgendwo Leute geben, die halt kein Deutsch sprechen und dann, wenn du in dem Moment kein Englisch kannst, dann stehst du da. Ja, richtig. Ich meine jetzt nur zum Beispiel irgendeine Berufsgruppe. Passt nicht perfekt für ihn. Was wollte ich jetzt sagen?
Genau, dass du das, du musst es dann in dem Moment nicht auswendig wissen, aber es zu verstehen, ist ja kein Schaden dabei, der für irgendeine Band steht. Was ich wiederum ab einem gewissen Punkt im deutschen Recht aber fand, ist, Interpretation finde ich extrem wichtig, weil das ist schriftliches Diskutieren, das musst du lernen. Aber dann Gedichtsinterpretation. Warum? Weil das Was zum Problem der Sache Teufel ist ist, das? ja, dass du anstatt über ein Thema, ein wichtiges Thema, über ein Gedicht interpretierst, wie es gemeint hätte sein können. Das hatten wir gar nicht. Okay, das hatten Also wir. bei uns gibt es, also zu meiner Zeit gab es das nicht. Das hatten wir sogar so sehr, dass es beim Abi konntest du das auch in der Wahl zwischen Interpretation und Gedichtinterpretation gehabt. Und eine Erörterung. Erörterung hieß das, was ich meine, die Interpretation. Mit dem Diskutieren. Und ja, das Problem an der Sache war, dass da drin zählt nicht. Also die Frage ist, was meint der Dichter mit diesen Worten? Oh Gott. Und das Problem ist, die Antwort ist nicht, was meinte der Dichter, sondern was meint der Lehrer, was der Dichter meinte. Okay. Das heißt, in dem Moment geht es nicht darum, was der Dichter gesagt hätte oder meinte, sondern schlichtweg darum, was der Lehrer denkt, was der Dichter meinte, um dir das um die Ohren zu hauen. Und nicht die Meinung des Lehrers triffst, hast du halt was. Hast versagt sozusagen. Ja, wir hatten es immer gehabt, so in Deutsch hatten wir das so, zum Beispiel gehabt, dass wir dann so Themen, also so Bücher, haben wir dann abgestimmt, was für, da muss man halt, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für Bücher waren, die wir da hatten, also Taschenbücher, und die haben wir dann halt immer gelesen und sollten dann auch in eigenen Worten zusammenfassen. Das fand ich halt auch immer total ätzend. Nee, Was klappt. ich am schlimmsten fand, war Aufsätze. Aufsätze waren für mich Oh die ja. Hölle. Oh ja, oh ja. Allgemein, also Gedichte vortragen ging für mich irgendwo, weil. Ah, da ist die richtige Karte gezogen, das zu töten, meine Drachen. Aber den ganzen Krimskrams darum, das war immer so schrecklich. Was rechnet er jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind halt Sachen, da denkst du immer, wozu? Dann könnt ihr keine logische Antwort so von wegen. Wenn ich so die Wahl gehabt hätte, sozusagen Deutsch-Gedichtinterpretation in so einen Krimskrams zu machen, oder stattdessen in eine andere Fremdsprache zu lernen, interessante. Weil wir durften ja auch nur Latein, Französisch oder Russisch machen bei uns. Wir durften ja gar nichts Spannendes machen. Bei uns war es nur Latein und Französisch. Okay. Ja, auf jeden Fall. Da wollte er nicht mehr. Auf jeden Fall, ich hätte mir in dem Moment eher eine wichtige Sprache gewünscht, weil Französisch. Bitte. Die in der Europäischen Union, die sprechen auch Englisch oder verstehen meistens auch Deutsch, da mit denen, wo ich Interesse hätte zu interagieren. Aber auf jeden Fall würden die auch Englisch verstehen. Wenn du jetzt dagegen in den asiatischen Raum guckst, Ja. verstehen viele halt kein Englisch. Naja, ich Viele. weiß. Und da ich allgemein eigentlich ein großer Fan auch von Animes und sowas war und immer noch bin, wäre da Japanisch für mich bei weitem interessanter und einfacher gewesen zu lernen, weil du bist hier weit zwischen Französisch, wovon du nichts brauchst, das dich nicht interessiert und du sowieso nicht magst die Sprache. Deswegen mag ich ja Franzosen allgemein nicht so ganz, weil ich 3 Jahre gezwungen war, diese blöde Sprache zu lernen und trotzdem nichts davon gelernt habe. Andererseits hätte ich eine Sprache lernen können, woran ich Spaß habe, sogar dann Videos schauen könnte, um es zu lernen. Die mir Spaß machen, wurde nicht Ja, aber angeboten. so weit denken die nicht. Richtig. Darauf zurückzukommen, halt das Schulsystem hat den Fehler, dass es nur auf auswendig lernen setzt, nicht auf verstehen. Und es ist sozusagen auch, ich glaube, man hat es, nee, okay. Bei den Lernweisen der Schüler ist das auch unterschiedlich. Also allgemein können Mädchen einfacher auswendig lernen und verstehen als Jungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das für jedes Mädchen gilt, aber sozusagen in der Masse fällt es denen leichter in dem Moment. Während Jungen mehr praktisch lernen. Das heißt, sie müssen das, was sie lernen, irgendwo anfassen oder ausführen können, damit sie es verstehen. Deswegen
Auch wenn ich denke mal allgemein Mädchen da irgendwo bessere Veranlagungen haben, um intelligenter zu werden, liegt auch der Unterschied in den sozusagen Noten zwischen Mädchen und Jungen, der jetzt mal zurzeit sehen kann, auch ein bisschen an dem Schulsystem selbst und in den Benotungssystemen. Das Problem ist, dass sowas ist allgemein bekannt, durch ganz viele Studien auch irgendwo bewiesen, aber keiner ändert das System. Weil es kein zentrales System gibt, sondern jedes Land da seine eigene Suppe braut. Ja. Ja, ich kann sehr viel gedanklich behalten. Ja, ich muss es irgendwo angewendet haben, damit ich es mir irgendwo merken kann. Ja, das wissen wir. Aber das habe ich manchmal auch. Also so wichtige Sachen oder so allgemeine, wenn ich überhaupt irgendwas spreche und mir das Thema interessant vorkam oder so, dann behalte ich das eigentlich ziemlich lange, aber so unnütze Sachen. Oder manchmal habe ich auch das Problem, ich verlege meinen Schlüssel und finde ihn dann einfach nicht. Ja, das ist ganz schlimm manchmal bei mir. Gänzlich Alzheimer. Aber. Nee, also wir haben, also ich weiß nicht, wenn ich irgendwas auswendig lernen muss, da habe ich eigentlich weniger Probleme gehabt. Das ging eigentlich ziemlich fix. Ich habe mir Ja, das drei, richtig. viermal durchgelesen, wenn überhaupt, und dann hatte ich den Text schon drin. Das hat mal jeder für den Test gelernt dann in dem Moment. Einfach nur dreimal durchlesen und dann passt schon. Ja, so Dann beim nach. Lernen hatte ich eher Schwierigkeiten. Das habe ich aber heute noch. Ich habe ja die Lese-Rechts-Schreibschwäche habe ich und ich habe auch in Mathe übelst Probleme, aber man weiß sich zu helfen. Ich meine, dann in der Schule hast du es halt dann einmal auswendig gelernt, den Test geschrieben und danach pff, weg. Brauche ich nicht mehr. War nur für den Test. Dann nochmal für die Klausur auswendig lernen und gut ist. Das ist ja, das war ja, glaube ich, in China, in Indien war das ja so krass, dass bei den Abiturprüfungen haben die Lehrer, die Eltern die Lehrer bestochen, sich bei der Macher vorher die Antworten gekauft von den Lösungen, sind dann außen in der Hauswand hochgeklettert und haben dann ihren Schülern, die drin sitzen, die Lösung zugeworfen während der Abiturprüfung. Jetzt ernsthaft? Ja. Weil sozusagen, das ist eine richtige Mafia dahinter, sozusagen, die Testergebnisse klaut und alles. Hm. Morgen. Mit denen ausspielen und passen. Das ist halt irgendwo da noch viel schlimmer, wenn Korruption noch mit reinspielt. Ja, der Herr hat viele Waffen. Ein Glück habe ich nicht ausgespielt. Das wäre jetzt ein riesengroßes Problem. Aber das ist ja auch witzig, dass dann auch dass Deutschland hingeht und sagt, wir brauchen mehr Kinder und im Endeffekt können sie gar nicht dafür sorgen, dass die Kinder vernünftig betreut werden. Oder Ja. dass sie eine vernünftige, bis auf die, die etwas mehr Geld haben, dass sie eine vernünftige Schulausbildung machen können. Außer natürlich, du klemmst dich irgendwo hinter und sagst, okay, ich bezahle jetzt hier, also, wie heißt das, extra Unterricht. Ach, ich sag dazu nichts. Ich finde es halt einfach nur irgendwo nur Schwachsinn. Ja, richtig. Das ist ja auch sozusagen den Anreiz, den Firmen jetzt verstehen, damit sie halt die gut ausgebildeten Kräfte in Form von jungen Müttern oder auch Vätern kriegen können, die halt schlichtweg sich nicht leisten können, in der Firma zu arbeiten, weil sie keinen Kita-Platz finden. Ja, natürlich, das ist ja das Problem. Irgendwo haben wir zu wenig Kitas, aber wir haben aber auch zu wenig Erzieher, dass die sich um die Kinder vernünftig kümmern können. Aber da finde ich das irgendwo auch, dass manche hingehen und sagen, ja, du hast jetzt keinen vernünftigen Abschluss, ich gebe dir die Chance nicht, dass du mir beweisen kannst, dass du es doch so, dass du es kannst, dass du es verstehst, was wir von dir wollen. Das ist ja genau das Gleiche. Na, richtig. Deswegen, man meint ja, dass die Firmen dann halt das verstehen bei den und da irgendwo einerseits teilweise auch fördern sozusagen, wenn sie merken, okay, das Potenzial und andererseits, okay, wir sind so viel tot. Also ich Tierscharmütze. Ich würde sagen, andererseits da Kita-Plätze selber bei sich schaffen, um dann sozusagen
firmenintern so einen Kindergarten zu haben oder ähnliches. Ja, aber manche Firmen sind halt auch, oder beziehungsweise viele, viele Firmen gehen auch hin, und wenn du sagst, du bist Mutter von so und so vielen Kindern oder sei es auch nur eins, ja, nee, wir können sie nicht beschäftigen, weil sie sind nicht flexibel genug. Das finde ich auch totaler Rotz. Naja, einerseits heulen sie, oh Gott, wir uns fehlen die Fachkräfte, obwohl die Fachkräfte dann dastehen und sagen, ja, nee, du hast ein Kind, geht nicht, tschüss. Pech gehabt. Für die Firma dann in dem Moment. Weil die, die es verstehen, kriegen dann diese gut ausgebildeten Fachkräfte. Die müssen sie ja nur entsprechend einsetzen. Die Folge ist, wobei ich mich noch kurz einen Gedanken zu Ende bringen. Bei der Bundeswehr jetzt auch beobachten dürfen, da gibt es ja auch irgendwo viele junge Eltern. Und die haben ein riesengroßes Problem, weil viele Kindergärten sagen, okay, wir betreuen das Kind bis um 4, danach ist Schluss. Pech gehabt. Und gerade bei der Bundeswehr ist es nun mal so, dass du nicht immer um 4 Schluss hast. Geht halt manchmal nicht. Und in dem Moment, wenn es aber Notfall ist und du nicht Schluss haben kannst, dann schmeißen die das Kind einfach vor die auf die Straße. Pech gehabt. Das macht dann ein riesengroßes Problem. Deswegen müssen sie Ja, oder entweder du dann. bist gezwungen, dir eine Tagesmutter zu besorgen, dass dein Kind versorgt ist. Genau. Entweder auf die Weise oder spezieller Kindergarten. Oder wie sie es bei Bundeswehren auch anstreben hat, spezielle Kindergärten für die Bundeswehr. Dass eben auch junge Eltern da arbeiten können. Das muss halt immer irgendwo erst dann, auch wenn die Bundeswehr im Moment auch ein Staatsbetrieb ist, die einzelnen Firmen in die Hand nehmen, statt dass der Staat das selber macht, indem er einfach schlichtweg die für die richtigen Kita-Plätze sorgt. Das war's ja für die Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen, die natürlich fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.